So, willkommen zurück. Weiter geht's. Wir gehen hier durch diese wunderbare Lücke, die sehr einladend aussieht. Oh, das ist die Zelle, oder? Hier hat der Typ die Mary festgehalten. Vielleicht Ist ist sie wohl sogar eine noch drinnen. Krankenstation. Könnte nützlich sein. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Explodieren wir es bestimmt immer noch. Hier gibt's doch Chemiewaffen, oder? Autopsienotizen, große Mengen Blut im Magen, Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte, ernährt sich der Organismus von Angst, jagt Opfer, Angst ein, Adrenalin wird ausgeschüttet, Angriffe. Ah, hier geht's weiter. Was haben wir hier? Was ist das? Schwarzer Onyx. Bei den antiken Völkern symbolisiert schwarzer Onyx eine Sonnenfinsternis. Ein draufklebenden Schild. Alright. Willst du einen Witz hören? Nein. Ah, Tagebuch wieder. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw unleserlich. Aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch unleserlich. Sie möchte unerleserlich. 1. Januar 1947. 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Uns darf nicht dasselbe Schicksal ereilen. Das ist Mary. Machen kann man hier aber nichts. Krankengeschichte Mary 1930, Temperatur und Puls gefährlich hoch über 38,3 Grad, 170 Schläge pro Minute. Patientin meist bewusstlos, wacht gelegentlich auf und schreit, schwitzt weiterhin krankhaft. Salzversorgung niedrig, Bewegung unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. R rät zu OP, zu diagnostischen Zwecken, aber ich fürchte, M würde das nicht überleben. 2010, Temperatur 38,6 Grad, Patientin wird immer schwächer, weitere Bewegungen unter der Haut, parasitärer Organismus, Eintritt des Todes 2013. Ich denke, wir haben ja alles, oder? Vamos. Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da.
Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat es nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten bereuen wirst. Ich bereue nichts. Ganz schöne Wundertüte hier. Tiger. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Ja, das ist die Winde. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Ganz schlechte Idee. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Hoffen wir mal, dass Sergeant K nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben.
Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um Ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um Ihre Überreste zu vergraben. Alter, sein Gesicht gerade. What the fuck? Hä? Little Hope? 3 Jahre zuvor. Hier, fang. Oh. Echt. Fettig. Wir sind in der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Nicht gerade die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Ah, der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts, fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? What the fuck? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Oh, du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Semper Fi. Das heißt immer treu. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass das da auch in Little Hope war. Digga, was eine schöne Anspielung, ey. Nicht schlecht. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Klar. Eric. Das gibt es ja nicht. Alter, der Kurator wollte da hinten. War schon das zweite oder dritte Mal hier zu diesem See. Sie funktioniert nicht. Colonel, Sie müssen weg! Du auch, Nick, du wirst mitkommen! Komm schon, Rach! Oh mein Gott! Shit. Jetzt fängt er auch noch an zu rennen. Das war der Raum, wo wir mit Dingen waren. Jetzt dann Limo Jason.
Gott. Wir feiern später. Jetzt weg hier. Der ist natürlich nicht tot. Im Tunnel verschwunden. Er lebt noch. Jason lebt noch. Vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus. Vorhin. Danke für Ihre Hilfe. Okay, suchen wir Kolchak. Wartest du eine Extra-Einladung? Gehen wir! Don't. Es ist Zeit. Es ist ganz sicher noch nicht Zeit. Rachel, du willst uns zwar auf Eis legen, aber ich kann nicht so tun, als wäre da nichts. Schluss mit Lügen. Vor allem, wenn du deinen Ring jetzt wieder trägst. Er hat recht. Es ist Zeit. Dann erklär's uns mal. Jetzt? Ist das dein Ernst? Ja, jetzt ist vielleicht die letzte Chance. Schön. Eric, du und ich, wir hatten was Besonderes. Aber das ist sehr lange her. Ich liebe dich noch, Rach. Ich wähle doch nicht. Ich weiß nur, was das Beste für mich ist. Ich hatte ein Ziel. Ich habe mir ein Leben aufgebaut. Aber das Leben ist komisch. Heute warst du der Mann, in den ich mich einst verliebt hatte. Versuchen wir es nochmal. Rachel beendete ihre Beziehung zu Nick, um mit Eric zusammen zu sein. Die wird eh sterben. Die ist infiziert. Nach allem, was er dir angetan hat? Das ist es ja. Ich kann nicht vergessen, was war. Ich würde es bereuen, dir keine Chance zu geben. Ich will nichts mehr hören. Tut mir leid, dass es so kam. Verdammt, ihr habt euch wirklich verdient. Oh, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Danke. Ist das unangenehm.